Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu unserer großen Euroshow auf OE24TV. Es war eine packende Euro, es war eine spannende, es gab Dramen, es gab super Fanfeste, es gab politische Skandale. Und dazu begrüße ich jetzt bei uns im Studio unseren Experten Frankie Schinkel. Servus Frankie. Ja, grüß euch. Du hast einen Teil der Euro ja auch in Kroatien mitverfolgt quasi. Ja. Direkt von vor Ort, vom Meer, braun gebrannt ist er da. Und David, du warst ja ganz nah dran an der Mannschaft. Du hast wirklich das Glück gehabt, du durftest in Deutschland sein. Was war für dich einer der prägendsten Momente bei dieser Euro insgesamt? Erzähl mal ein bisschen, wie bist du da so reingekommen? Wie war die Zeit in Deutschland beim österreichischen Nationalteam? Ja, hallo, grüß euch. Es wäre das beinahe Sommermärchen geworden. Es war eigentlich alles angerichtet, das Wetter hat nicht gepasst. Die Österreicher waren unglaublich motiviert und ich habe noch nie so viel Lob bekommen für einen Teamchef. Ralf Rangnick war eigentlich für mich der Größte. Wir haben es zwar nicht ganz ins Viertelfinale geschafft, aber der Mann hat einfach eine Ausstrahlung. Das hat man gemerkt in den Pressekonferenzen. Es waren sogar dann ausländische Medienvertreter bei den ÖFB-PKs zu Gast. Mich hat zum Beispiel ein spanischer Kollege gefragt, was macht denn den Ralf Rangnick so stark? Und das war eine Frage, die sich viele gestellt haben. Leider hat es am Schluss nicht ganz geklappt. Da muss man auch ganz ehrlich gesagt einmal einhaken. Letztendlich, man gefeiert ist das Team worden, man hat super Leistungen gebracht in der Vorrunde, aber wenn man es jetzt mal kritisch betrachtet, Achtelfinale 1:2 gegen Türkei raus. Also es war jetzt nicht das Wunderturnier, da hätte schon mehr gehen können, oder Frenkie? Was meinst du? Wäre nicht vielleicht der Unentschieden gegen Holland besser gewesen, um nicht Gruppenerster zu sein? Ich sag's mal anders, Holland war vielleicht nicht unglücklich nach der Niederlage, wenn sie gesehen haben, wir sind jetzt Dritte und wir kommen in das leichtere Teil der Raste. Ich war eigentlich sehr zufrieden mit der österreichischen Nationalmannschaft, wenn du in dieser Todesgruppe trotzdem mit Polen, vergiss man nicht Polen, mit dem Super Lewandowski und so weiter, Frankreich, Holland, wirst du Erster. Wenn wir das vor dem Turnier unterschreiben hätten dürfen, hätten wir gesagt, gib her den Kuli sofort. Es ist so. Aber was hat es gebracht? Ich meine, Österreich hat ja gelitten, dass wir im Halbfinale in der 93. Minute hätten wir ein Tor bekommen und raus. Im Endeffekt war es das Achtelfinale, oder? Wie hat man beim Team da reagiert oder generell in Deutschland? Österreich hat sich ja schon ein bisschen eine Favoritenrolle erspielt. Auch, ja, und auch bei den Fans, nicht nur bei unseren, auch bei den anderen, war Österreich wirklich so eine Art Geheimfavorit. Zum Schluss waren sie halt leider der Geheimfavorit mit H am Ende. Und das war halt besonders bitter. Und wenn Hetti Tati Tore schießen würde, wären wir in die Verlängerung gekommen. Der Baumgartner ist am sensationellen Tormann gescheitert. Und leider setzt sich am Ende nicht immer der Favorit. Aber sei mal ganz, ganz kurz offen und ehrlich. Wir haben wieder eine Mannschaft, wo du schon gesehen hast, weil du warst ja top unterwegs mit den Fans, die Fans waren alle stolz auf die Mannschaft. Absolut. Und das ist für mich Sir Ralf Rangnick. Früher war es für mich der Harry Potter. Jetzt ist es Sir Ralf Rangnick schuld dran, weil er einfach diese Mannschaft Mut eingeimpft hat. Und Mut und Können und den Taktik. Und man darf nicht vergessen, Alaba nicht dabei, Schlager nicht dabei, die anderen Schlager nicht dabei. Gut, der Benz war ebenbürtig. Wir waren ein paar Spieler noch nicht dabei, die Kalicevic, die noch kommen. Ja. So, ich sage, Hut ab, der erste Schritt ist gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Schritte, die er in der Entwicklung macht. Mit dieser Mannschaft. Ja, aber man muss schon auch mal, wenn man einhaken darf, oder wenn man sich das Spiel gegen Polen anschaut, da hat es eine längere Strecke gegeben, 30 Minuten. Das Vertikalspiel hat ja letztendlich da gar nicht funktioniert. So haben sich die Türken auch den Wind aus den Segeln genommen. Wie der türkische Trainer in der Mitte diesen einen Mann postiert hat, ging ja eigentlich auf österreichischer Seite auch gar nichts. Also, dass man schon taktisch auch teilweise ein bisschen an seine Grenzen gestoßen, oder? Aber man muss natürlich auch sagen, du kannst nicht jedes Spiel in Folge Pressing, Pressing, Pressing über 90 Minuten. Die ein oder andere Finte vielleicht, die aufgemacht hat, haben die anderen Teams auch erkannt und dass es ausgerechnet beim Montella natürlich der Fall war, der so kritisiert wurde, schmerzt natürlich, aber der Frankie sagt das zu Recht. Ich glaube, wir können mehr als stolz sein auf unsere Mannschaft und wir freuen uns schon auf und was ich noch, sportlich einhalten muss, wenn du dann als Teamchef rechts neben dir schaust, rechts huckt meines keine, links, er hat mit der Bank hat er nicht viel machen können. Viel wechseln. Wenn ich jetzt die anderen Teamchefs sehe, die Holländer, die Franzosen, die Spanier, Italiener, die tauschen dann schon Kaliber noch rein. Das war bei uns dann oft nicht der Fall. Und dann gibt es Spieler, so wie der David richtig sagt, die nicht das System noch im Griff haben, die nicht von dieser Red Bull-Schule kommen und so weiter. Und das hat man dann gemerkt,
überhaupt mal die Einwechslung. Ja. Also kann man sagen, Resümee, wir dürfen zufrieden sein. Ja. Also wir lügen uns da nicht selber in den Sack. Wir freuen uns auf jetzt im Endeffekt dann auf eine schöne WM-Quali und werden da auch weit kommen. Aber um gleich mal einzuhaken bei der Stimmung. Du warst ja direkt vor Ort, die Stimmung der Fans. Die österreichischen Fans waren auch super drauf. Oder ich glaube, das sind wirklich 3 oder 4 absolute Fanfeste. Aber wenn es eine Liste geben muss mit den besten Fans, wäre es bei dir? Ich glaube, da können wir in den Fläche, wäre es bei dir ganz vorne. Ich glaube, die Holländer haben ja von der Fankultur her wirklich alles geschlagen. Ja, unglaublich. Oder? Dieser Links-Rechts-Tanz, das war wirklich große Party. Ich bin mir sicher, auch im Radio wäre da als Nummer 1 gelaufen, wenn die Europameister geworden wären. Und man muss sagen, die Schotten waren auch sensationell, egal ob mit 2 Promille oder mit dem Dudelsack. Die haben immer für gute Laune gesorgt. Und das ist eigentlich das, was den Fußball auch ausmacht, Frankie, oder? Dass da alle Nationen zusammenkommen, dass wir ein schönes, friedliches Fest feiern und die, die vielleicht nicht so gut sind, sind dann am stimmgewaltigsten. Aber das hat auch der Spiegel jetzt geschrieben. Im Endeffekt, es war ein Comeback auch der Fankultur. Ja. Wenn wir uns erinnern an Katar, das war ja ein Drama, bitte, oder? Da sieht man erst einmal, wie bescheiden im Endeffekt dieses Turnier dort war für die Fans. Genauso ist es. Wenn du Zuschauer zahlen musst, die auf den Trommel schlagen, dann musst du es schon lassen. Das war Stimmung pur. Das war Emotion pur. Das war Fußball verbindet. Und da muss ich die Deutsche, Geburtsland, muss ich einmal loben, weil da hat auch wieder von A bis Z alles passt. A bis Z vielleicht nicht. Die deutsche Kleinigkeiten. Also das haben wir auch. Ja, aber der Bahn nicht. Ja. Aber okay, aber alles andere muss man schon ein Le Chapeau. Ich habe gestern den Philipp Lahm sein Interview noch gehört. Der war der Turnierdirektor auch mit. Die haben wirklich top Arbeit wieder geliefert. Das kannst du denen überlassen. Ja? Ja. Es war ja auch ein Fest, der Rekord, der Fußballfest. Erstmals 2,3 Millionen Fans in den Stadien. Das war ein Schnitt von immer über 50.000. Das war so gut wie alles ausverkauft. Mhm. Hat sich die Stimmung, hast du das miterlebt, hat sich das auch auf die normale Bevölkerung dort übertragen? War das überall, du warst ja in Berlin, und überall muss ja ein Erlebnis gewesen sein. Das hat man schon gemerkt. Also das war schon etwas ganz Besonderes. In Deutschland wird der Fußball natürlich noch ein bisschen mehr gelebt als in Österreich. Ist ja auch alles 10-mal so groß dort. Allein beim Brandenburger Tor, da haben sie ein 26 Meter langes Tor aufgebaut. Riesenfußball. Das Einzige, was ein bisschen schade war, wenn es da ein bisschen zu regnen begonnen hat, hat man es gleich gesperrt und das war etliche Male der Fall und oft hat man es dann wegen Überfüllung auch schließen müssen. Ja, wegen Sicherheitsbedenken auch letztendlich. Naja, muss man auch sagen, ist natürlich auch durchaus sinnvoll, aber beim ein oder anderen Spiel hätte man das vielleicht aufmachen. Und was mich auch beeindruckt hat, die Länder wie Slowenien, Slowakei, Georgien, die Kleinen. Bombvoll. Ja. So viele Zuschauer, die da gekommen sind. Und weißt du, die haben es auch nicht so breit, alle daheim, dass sie sagen, okay, jetzt hau ich ein paar Tausend aus und fahr die Mannschaft noch. Aber nein, das ist so. Und ich habe es auch gesehen bei meiner Tochter, die älteste Tochter, mit ihrem Mann und der Enkelin. Im Auto mit 2 Freunden und nach Berlin. 7, 8 Stunden und schauen und dann wieder zurück. Da kriege ich jetzt noch ein Gänsehaut. Das waren ja die Edelfans, muss man sagen. Die Tochter von Frankie und die Enkeltochter. Die waren auch ein kleiner Garant, dass wir es geschafft haben. Aber ich habe da auch viele Berichte gesehen. Zum Beispiel, dass die Leute, ich glaube, im Schnitt muss man rechnen, pro Fan, pro Karte 1.000 Euro. Ja. Mit allem drum und dran. Du brauchst die Anreise, das Hotel und dann die Karten auch noch. Aber sind wir uns einig, es war ein Comeback der Fankultur. Ich glaube, die Holländer auf der 1, die Schotten auf der 2 und ich glaube, auf Platz 3. Aber dann auch schon die österreichischen Fans, oder? Diese Fanmärsche, dieses Neue, das ist ja wirklich gut. Und eine Frage, die sich stellt, wird der Reinhard Fendrich Tantiemen erhalten? Denn I'm from Austria ist eigentlich 24 Stunden gespielt worden. Das haben die Fans intronisiert, egal ob mit 5 Bier oder mit keinem. Das ist eigentlich so etwas wie die inoffizielle Landeshymne. Ja. Ich habe einen Freund gehabt, der war in Dresden mit dabei, in Leipzig, wo wir gespielt haben. Und die waren in der Innenstadt und die dürften ein bisschen Gas gegeben haben, so wie der Österreicher das macht. So wie die Schotten auch in München, wo sie München leer gesoffen haben. Ja, ja. Und da haben die Leipziger gesagt, so was haben wir noch nie erlebt hier und hin und her, weil wie seid denn ihr drauf? Und sagt er, ja, ist ganz normal bei uns in Österreich. Also gefeiert haben wir auf jeden Fall wie die Großen. Da kommen unsere Fans auf jeden Fall unter die Top 3. Sind wir uns absolut. Ich glaube, damit können wir leben. Die nächste Europameisterschaft auf der Insel, gell? Ja, Großbritannien. Großbritannien. Kann ich mir auch vorstellen, dass da auch so gefestigt gefeiert wird, weil wichtig ist die Stadien. Mhm. Und die haben natürlich auch auf der Insel Riesensteine wie in Deutschland. Eben. Und im Gegensatz zu der letzten Europameisterschaft, das waren dann diese Corona-Spiele, die, was die Publikums-Zuschauerzahlen betroffen hat, sehr armselig war, muss man leider sagen, wird das ein Riesenfußballfest. Aber so wie der Alex gesagt hat, da ist zum Beispiel in Katar nicht besser. Mhm. Was willst du da machen? Mhm. Da kannst du höchstens die Kamelen füttern und in Sand spielen. Aber
lasst uns doch in Ruhe mit solchen Ländern. Mit aller Respekt. Aber da musst du die U17 hinschicken, die U19, die das lernen müssen. Aber doch nicht so ein ganz großes Europa. Aber Frankie und Alex, wir haben ja auch den ein oder anderen potenziellen U17-Spieler, wo man sich fragt, wo wird denn die Zahnspange einmal landen? Die gehört eigentlich ins spanische Nationalmuseum von Jamal. Ja, das ist schon wieder, das ja. Haben wir eine elegante Überleitung quasi auch. Kommen wir zu den Tops und Flops, mit was wollen wir anfangen? Ärgern wir uns zuerst über die Flops der Euro und ja, dann sprechen wir über Jamal und Co. Also wer für euch, ganz ehrlich jetzt, wer ist für dich die größte Enttäuschung bei dieser Euro gewesen? Da wir ja auch über Politik berichten und obwohl es immer heißt, Politik und Sport gehört nicht zusammen, gehört es leider schon. Vor allem dann, wenn es einige Fans gibt, die das für anderes nutzen. Für mich ein Riesenflop waren nationalistische Gesänge, die es gegeben hat von einigen Personen. Man darf nie alle hier in einen Topf werfen aus ehemaligen Ländern von Jugoslawien und der Wolfsgruß von Demiral. Eine Aktion, die es absolut nicht braucht bei einer Europameisterschaft, hat im Stadion nichts zu suchen und war eigentlich schade, denn man muss sagen, der hat wirklich eine Top-Partie gegen Österreich abgegeben. Also dann schließen wir das ab mit den Fanflop-Sachen, die wir nicht mehr hören wollen, auch nicht bei der nächsten Euro. Aber spielerisch, wer ist für dich die größte Enttäuschung gewesen? Welcher Spieler, von wem hättest du deutlich mehr erwartet? Wer sind also deine Top 3? Für mich, ich weiß nicht, für euch sind es eigentlich die Angreifer gewesen. Ich war doch enttäuscht, dass wir jetzt 6 Torschützenkönige haben mit lediglich 3 Treffern. Lewandowski, Mbappé, Ronaldo, wie sie alle heißen, die Italiener. Ja, also Mbappé hat 24 Torschüsse abgegeben, aber was... Und wir sehen da auch die Marca, die spanische Sportbibel, und ich glaube, das sind alle Spieler, mit denen wir nicht so zufrieden waren. Ja, und man muss dann auch sagen, manche haben dann da die Schleife noch umgehabt, den Kapitänschleife, und ich habe das Gefühl gehabt, dass manche wirklich nur für sich da waren. Ich sag's nur, Ronaldo hat mir nur einmal... habe ich fast nicht einschlafen können, wie er den Ball aufgespielt hat auf seinen Mitspieler. Der hätte er selber machen können, als einzige Torchance richtige. Aber ich war in vielen Spielen enttäuscht, weil sie einfach am Modric, die müssen dann spüren, jetzt ist die Uhr vorbei. Ja. Da musst du Depay, der Holländer, der wollte nur für sich dann dastehen, weil er jetzt keinen Verein hat. Und das spürst du vor dem Fernsehen. Ja. Und da musst du als Teamchef viel härter auftreten. Du musst sagen, okay, dann geht es einmal nicht ohne. Dann geht es einmal ohne dich auch. So wie der Williams und Jamal. Die sind ausgewechselt worden. Ja. Der Southgate hat Kane und Foden ausgewechselt. Ja, so, das verstehe ich. Aber ich habe mal interessante Zahlen da, nämlich, wenn man sich anschaut, Mbappé überall mit vorne mit dabei, 24 Abschlussversuche, aber auf Platz 2 schon wieder ein Ronaldo mit 23 und Kai Havertz. Ähnlich auch die Tore, Schüsse aufs Tor, da ist Havertz vor dem Ronaldo und vor dem Mbappé, haben aber alle so gut wie nicht getroffen, weil Havertz ja im Endeffekt ja auch nur vom Elfmeterpunkt. Oder vergebene Großchancen auch Kai Havertz vor Lukaku und auch wieder Cristiano Ronaldo. Hatte der so ein bisschen Pech am Stiefel, wie man sagt, bei dieser Euro? Er hat ja teilweise wirklich verzweifelt gewirkt. Ich mit aller Respekt, ich habe vor den Cristiano Ronaldo, was ich gerade gesagt habe, dass er ein Spieler den Tor auflegt, war selten der Fall früher. Aber ich sage, die Uhr ist vorbei. Er muss, dann bist du ein Großer, wenn du sagst, bye-bye, da kommt der Nächste. Viele heimische Fans, so wie ich, dann zum Schluss bei Holland für dabei. Ich habe gehofft, bitte wechselt den doch aus. Wechselt den aus, bring doch einen Frische. Bring den Zirkzee, bring den Robby. Ich rede jetzt über die Holländer. Koeman beinahe auf den dabei festgehalten. Ja. Viele Teamchefs haben das in meinen Augen nicht verstanden. Im Gegensatz zu unserem Rangnick finde ich top. Der wechselt aus, wann zum Wechseln ist. Bringt auch, wer zum Wechseln ist. Finde ich gut, aber... Das war mein. Ja, aber Frankie, ich glaube, der ein oder andere würde beim FC AMS momentan auch nicht spielen, oder? Weil Depay hat sich jetzt nicht gerade empfohlen, dass ein Club nach ihm die Angel auswirft und sagt, bitte kommt zu uns. Ja. Der wird keinen Großverein bekommen. Aber wenn darum, um Alex seine Frage vielleicht zu beantworten, schießen die Spieler schon so oft aufs Tor, weil sie unbedingt treffen wollen. Auf der anderen Seite freust du dich als Trainer, aber wenn einer Fuß mal aufs Tor schießt und trifft die Hütte nicht einmal, sag ich mal, ja, dann sagst du das zweite Mal, Junge, schießt nicht so weit, so viel, oder geh ins Brode und schießt da einmal. Aber vielleicht ganz zum Schluss einen Halbsatz noch, weil wir über die Stürmer gesprochen haben. Wir haben ja vorhin die Grafik gesehen. Kane ist nicht mit dabei, hat zwar 3 Treffer erzielt, aber der ist schon so etwas wie die tragische Figur dieser Europameisterschaft. 7 Finalspiele hat es gegeben und 7-mal hat er nicht zu den glorreichen 7 gezählt, sondern war der große Verlierer. Und wenn er Pech hat, wird er ohne Titel seine eigentlich fast großartige Karriere beenden. Ja, jetzt ist er 31, nächstes Jahr bei den Bayern Umbruch in der Mannschaft, wissen wir auch
sportlich das weitergeht. Aber damit haben wir ja eh schon eigentlich die Flops ein bisschen durch. Ja. Du hast Modric genannt, Depay, ja. Ich finde auch Ronaldo, Mbappé. Ich meine, außer dass die Kommentatoren im Stadion immer laut schreien, wenn er kurz am Ball ist. Gut, da war vielleicht der Nasebeinbruch. Aber Riecher hat er keinen gehabt. Nein, den hat er verloren. Dann noch eine abschließende Frage. Dann hat eigentlich der Toni Kroos alles richtig gemacht, oder? Mit dem, was er gesagt hat, bei mir nach dem Champions-League-Finale, es ist vorbei, dann spiele ich noch die Euro und das war's. Hat es er eigentlich richtig gemacht mit dem Aufhören? Was meinst du? Ich finde schon. Im Verhältnis jetzt zu einem Ronaldo oder zu Nein, auch Müller, die haben gewusst, ihre Zeit ist irgendwann vorbei. Die Deutschen haben ein gutes Turnier gespielt, hätten sich vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet, aber ich glaube, die Zeit war reif, auch neuen Kräften eine Chance zu geben und Nagelsmann wird das machen. Ja. Damit Toni Kroos, muss ich noch kurz erwähnen. Für mich trotzdem ein Wahnsinnsspieler gewesen, aber macht alles richtig. Champions League-Sieger bei Real Madrid, der Deutsche mit den meisten Titeln gewinnen, so wie bei uns Alaba. Er ist der erfolgreichste deutsche Spieler aller Zeiten. So wie bei uns Alaba. Ich schätze den David Alaba genauso wie den Toni Kroos. Und er war auch in den Statistiken, trotz dem, dass die nur 4 oder 5 Spiele gemacht haben, überall ganz vorne mit dabei. Damit sind wir schon vielleicht ganz kurz auch noch beim Gastgeber. Die entscheidende Szene natürlich, alle haben gesagt, oder? Im Endeffekt, wahrscheinlich kann nur Deutschland Spanien in der jetzigen Form schlagen. Quatschen wir es gleich einmal an. Der Elfmeter, was für dich ein Handelfmeter oder nicht? Ich meine, da gehen die Wogen ja bis heute hoch in Deutschland. Ich muss sagen, also diese Petition und diese Dinge ist alles schön und gut, aber irgendwann ist die Entscheidung auch vorbei und dann muss man es akzeptieren. Die Regelexperten waren sich da ein bisschen uneins. Die meisten Schiedsrichterexperten haben gemeint, das ist richtig und man soll es auch dabei belassen. Ich fand es vor allem unfair, den Cucurella da dauernd auszupfeifen. Ja, lag nicht an seiner Frisur, sondern aufgrund dieses Handspiels. Ist eigentlich saudumm. Ja. Aber war es ein Elfer? War es ein Handelfer für dich? Weißt du bist auch ein Fußballexperte und Profi. Hättest du denn gegeben, diesen Elfer? Ich hätte ihn ehrlich gesagt schon gegeben. Ja. Ich finde, es ist auch ein bisschen übertrieben mit diesen VAR-Entscheidungen, all diesen Dingen. Jeder steht ein bisschen anders dazu. Aber er hätte hinschauen müssen, der Schiedsrichter zu der VAR. Ja, natürlich. Dann hätte er ihm, glaub mir, gegeben. Ja. Und das, so hat er gesagt, nein, aus, Ende, stur, bang. Das ist das Einzige, was ich unfair gefunden habe. Und Deutschland war in dieser Phase des Spieles unheimlich stark. Mhm. Unheimlich stark. Die waren richtig gut drauf. Aber ich bin bei dir. Dann sitzen, ich mag die Deutsche. Ja? Das war schon anders, die Holland und Deutschland. Aber wir mögen die Deutsche. Ich glaube auch sogar, dass die Deutschland die Holländer mögen mittlerweile. Aber dass man dann ein paar Trotteln auf der Tribüne sitzen und die jedes Mal pfeifen, wenn der am Ball ist. Weil wenn der Schiedsrichter pfeift, kann er auch nichts machen. Ja. Weißt du, was ich meine? Und das ist das Leben. Aber da bin ich bei dir. Aber damit sind wir bei einem Thema angelangt, das ich auch ganz kurz besprechen wollte. Die VAR-Entscheidungen. Es hat noch nie so viele gegeben wie in diesem Turnier. Es wird alles überprüft und natürlich gibt es dann die Diskussionen. Ja, ist es ab einem Zentimeter abseits? Gibt man 10 Zentimeter Toleranz? Was ist noch bei Zentimeter 11? Oder ist es jetzt mittlerweile ist es schon zu technologisch geworden? Ja. Die Fans, man darf sich nicht mehr freuen, man kann nicht mehr jubeln. Man muss immer abwarten. Ich sage ehrlich, ich habe nichts gegen die VAR. Ich habe es gestern gesehen beim Siegerstor Spanien. Wenn der Schiri oder der Linesman, der Linienrichter, abseit wackelt, dann ist abseit. Und dann nachher erfährst du, hey, das war doch kein Abseit. Da geht es um den Europameistertitel. Natürlich. Ja. Und ich habe gestern, weißt du, ich bin der große Tennisfreund, Alcaraz gegen Djokovic. Ja. Das war ein paar Mal so viel alt, wo der VAR von Tennis sagt, nein, der war out. Ja, dann wird es akzeptiert. Ich finde es viel schlimmer, wenn es nicht geschaut wird, so wie Deutschland bei den Elfmetern. Aber ich glaube, wir sind trotzdem froh, dass nicht alle Tennisregeln übernommen werden. Stellt euch vor, wir müssten im Stadion so leise sein wie bei den Tennisspielen. Das stimmt allerdings. Damit, glaube ich, kommen wir jetzt mal ins Eingemachte. Wir haben über die Flops gesprochen, über die Fankultur, über Österreich. Die absoluten Tops. Wer war für euch oder für dich auch, David? Wer war die größte Überraschung bei diesem Turnier? Ich meine, Williams und Jamal, da braucht man, glaube ich, nicht viel diskutieren. Aber waren das auch so die, wo du sagst, das waren die allerbesten? Oder gibt es noch andere Spieler auch? Also ich muss ehrlich sagen, ich war gestern etwas überrascht, auch wenn mir der Pedri sehr gut gefällt und er ein super Typ ist, dass eigentlich der Nico Williams der Spieler des Turniers war. Der hat bis auf ein, zwei Leerphasen eigentlich immer gezeigt, was er kann. War gestern auch im Finale für mich überragend, links, rechts, überall zu finden. Man hat irgendwie das Gefühl, der ist wie so ein Duracell-Hase mit 20 Batterien im Akku hinten drinnen. Der hat so viel Power gehabt. Also für mich war der eigentlich neben dem jungen Jamal der Spieler des Turniers. Aber nicht Pedri ist Spieler des Turniers. Rodri, Entschuldigung. Aber ich sage, als Trainer, nur als Trainer auch, der Rodri war der Stratege. Ja.
Top. In jedem Spiel. Sieben Spiele gewonnen. Ja. Er war in jedem Spiel Anspielpunkt. Er war der Schalter zwischen Defensive. Der Toni Kroos der Spanier. Danke für den Hinweis. Ja, und genau so ist es. Und das muss dann auch einmal belohnt werden. Weil, da sind wir durch, die kleinen Knipsen, die auf der Straße spielen, wollen alle Williams sein, alle Jamal, alle wollen die, andere Superstar sein. Aber so ein Rodri ist für einen Trainer vielleicht das Um und Drauf. Und in den letzten Turnieren haben ja eigentlich immer Abwehrspieler oder Torhüter die Auszeichnung erhalten. Mhm. Auch das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert mit Cannavaro, dann Donnarumma bei der letzten Euro. Aber die haben die meiste Konstanz da. Ja. Die haben über ein Turnier die meiste Konstanz, fallen nie an und sind nie echt ganz, ganz oben. Und die Angreifer schießen dreimal daneben, wir diskutieren gerade, der ist nicht in Form. Jamal, muss man sagen, die erste Hälfte, nur kurz. Eine Katastrophe. Da ist der Hund eingeschlafen, meine Frau ist eingeschlafen. Beide haben geschnarcht, aber nur weil der Jamal so schlecht war. Dann sind sie schlafen gegangen, beide, und dann Jamal, zweite Hälfte, erste Minuten, Top-Dribbling. Shaw war gut, sein Gegner, spielt auch William, der macht das Tor. So aber ein Halbsatz noch, weil wir die Hunde gehört haben. Southgate hat ja gesagt, sein Hund wird ihn noch lieben, wenn er nicht Europameister wird. Das heißt, der Wauzi wird heute... Der hat aber einen Seehund. Der darf mit den Engländer kommen wir noch. Aber weil er jetzt eben Rodi also Spieler des Turniers geworden ist. Im Endeffekt, das hat einmal, glaube ich, der Hitzfeld war es und es kommt vom Herberger. Man sagt immer, der Sturm gewinnt Spiele und die Verteidigung, die gewinnt Turniere. Mhm. Weil, ich sage mal, die Spanier waren ja unglaublich kompakt, oder? Außer gegen Deutschland einmal in dieser Phase. Nie ins Wackeln gekommen, wie die auch unter höchstem Druck da hinten rausspielen. Das war für mich eigentlich spielerisch das Glanzstück, oder David? Ja, aber sie haben es in beiden, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Ja. Es hat noch nie eine Mannschaft gegeben, die 15 Treffer erzielt hat bei einer Euro. Da hat man die Franzosen, die legendäre Platini 11 von 84, abgelöst. Das heißt, die sind eigentlich für mich außer ganz vorne und auf der Tormann-Position überall wirklich ungewöhnlich stark und außergewöhnlich stark. Ja, das hat man auch gesehen, oder wie die ins Turnier gestartet sind, das 3:0 gegen Kroatien. Da haben wir ja schon gesehen, was auf die anderen Mannschaften zukommt. Das hat sich keiner gedacht, dass die im Endeffekt so konstant bleiben auch, oder? Nein, und beispielsweise, das will ich noch ergänzen, bei den Spaniern, Carvajal und wie heißt der mit den langen Haaren? Cucurella, der Verteidiger, ja. Verteidiger, sagst du, aber ich habe eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass die echt Verteidiger sind. Nein. Weil die sind andauernd. Und jetzt kommt's, spiel einmal hinter den Jamal und hinter den Williams. Mhm. Spiel einmal hinter dem. Mhm. Und der Trainer sagt, die dürfen machen, was wollen, du musst den Rücken frei halten. Das ist ein großer Job. Deswegen die Spanier von A bis Z, von Teamchef bis Zeigwart, waren es richtig verdiente Europameister. Muss man auch sagen. Damit kommen wir aber noch zu den Engländern. Also wenn ich mir den Werdegang der Mannschaft anschaue, oder in der Gruppe eigentlich ja kein Spiel verloren, denn Southgate haben sie mit Bierbechern beworfen letztendlich. Ja. Dann dieses Dramaspiel gegen die Slowakei, das war ja auch irre, oder? Die haben schon wirklich aber auch Glück gehabt, die Engländer, muss man sagen, oder? Auf dem Weg ins Finale. Ja, man sagt immer, das Glück des Tüchtigen. Ja. Sie haben jetzt nicht unbedingt einen Attraktivitätspreis bekommen, aber dennoch, der Southgate hat das geschafft, die Mannschaft eigentlich fast immer ins Finale oder Halbfinale zu führen bei den letzten Turnieren. Auch wenn er nicht besonders attraktiv spielt, muss man den Hut vor ihm ziehen. Also ich warte eigentlich nur darauf, dass der König Charles ihn auch zum Sir schlägt. Aber weil Fußball, reden wir nicht so gescheit, Fußball ist ein Ergebnissport. Ja. So einfach ist es. Und er hat ein Ergebnis gebracht, bis ins Finale, aber natürlich das Punktelauf der I gehört einmal gesetzt und das hat er nicht können. Und jetzt muss er schon, ich bin nicht der Meinung, er soll zurücktreten. Ich bin schon der Meinung, was ich gesehen habe im Fernsehen, es war kein echt englisches Fußball im Beginn. Das war träge, es war mühsam. Der Bellingham mit einem Fallrückzieher, okay, Daumen hoch, der Foden einmal, okay, alles lieb. Aber Harry Kane, einer gerutscht in der eigenen Hälfte, links, hinten. Das ist alles lieb. Ich glaube, 12 Ballberührungen in der ersten Halbzeit gestern im Finale. Ja, also genau. Aber das war zu wenig für was wir erwarten von uns englischen Nationalmannschaft. Aber woran liegt? Seit 1966, seitdem ich denken kann, ich sage es provokant, sind die Engländer immer der Top-Favorit, immer der selbsterklärte Top-Favorit, weil sie glauben, dass sie so gut sind. Aber seit 1966 scheitern sie kontinuierlich ab. Das muss doch auch, irgendein Grund muss doch das haben. Aber mit zu viel. Aber ich glaube, dass er jetzt den Schlüssel hat. Jetzt kommen ein paar Spieler nach, mit als Größte den Bellingham, der sie jetzt... profilierter. Aber ist er der Leader? Kann er das denn? Ja. Gestern also, glaube ich, hat es meines Erachtens nicht so bewiesen. Aber oder? Er ist noch jung, Alex. Ich meine, auf der anderen Seite. Das darf man nicht vergessen. Ist er, wie alt ist der? 21.
22, spielt bei Real Madrid, wer ist Champions League-Sieger, kommt auch von Dortmund, kleine Schritte gemacht, jetzt große. Lass denen ein bisschen spielen. Man darf nicht vergessen, die Superstars aus Ausland, jeder, der Geld verdienen will, Oliver Glasner und Konsorten, die gehen nach England, da kann man Geld verdienen. Die behindern natürlich viele Talente von den Engländern und die gehen ins Ausland. Sancho, Bellingham, die gehen alle weg, um sich weiterzuentwickeln. Wenn das jetzt sich reguliert. Obwohl es schon besser wird, weil es war früher, ja, vor 10, 15 Jahren war es ja ganz schlimm. Da hat ja kein Engländer mehr in der ersten Liga gespielt, oder? In der Premier. Natürlich. Oder wenig jetzt auch. Ja. Aber es wird besser und man darf nicht vergessen, die haben immerhin 4 Profiligen. Also da kommt schon was nach und wir dürfen uns freuen auf die nächste Euro mit. Tormann brauchen sie. Sie brauchen einen Mittelstürmer, der war gestern eh schon viel besser, der reingekommen ist, statt den Harry Kane. Viel mehr Tiefgang gebracht. Du wirst sehen, ich würde den nächsten Pokale kommen. Wenn der Harry aufhört, Harry Kane, kommen die Pokale. Ja. Dein Wort in Gottes Wort. Ja. Für mich noch eine Überraschung, wenn wir über das vielleicht auch kurz sprechen wollen, die vermeintlich Kleinen. Ich muss sagen, ich war begeistert eigentlich von den Georgiern, wie die gespielt haben. Es war Konterfußball, aber der Torhüter auf der Linie war auch der Beste des Turniers, muss man sagen, oder? Ja, unaussprechlicher Name, habe ich da irgendwo aufgeschrieben. Oder auch Georges Mikotadze, der 3 Tore geschossen hat, mit Torschützenkönig. Aber ich habe es gerade gesagt mit den Fans, aber das, die Fans waren da, weil die Mannschaft so euphorisch war. Slowakei, hey, die haben 5 Millionen Einwohner. Wir reden über Georgien, wir reden über Slowenien. Serbien ist das große Fußball, die Nation. Kroatien, die waren schon längst da, hat Slowenien noch gekämpft. Ja. So, ich muss ehrlich sagen. Ja, oder auch die Slowakei, wenn wir überlegen, oder bis zur 95. Ja. Aber es zeigt uns auch, dass es die ganz Kleinen fast nicht mehr gibt. Auch Island in den letzten Jahren mit, ich glaube, 300.000 Einwohnern haben immer wieder aufgezeigt. Also es wird immer schwieriger und das wird auch Österreich dann treffen in der WM-Quali. Ja. Einen Mann möchte ich vielleicht noch ganz kurz hervorheben. Das ist für mich eigentlich die Überraschung gewesen des Turniers. Bei Williams und Jamal haben wir es ja gewusst, aber Dani Olmo. Also ganz ehrlich, reingekommen für den Petri, den der Toni Kroos umgesäbelt hat. Aber der war für mich dann zum Schluss eigentlich der stärkste Mann, bitte bei den Spaniern auch, oder? Hat er auch immer wieder gezeigt, der hat ja auch im Alleingang die Bayern letztes Jahr zerlegt beim 13-0 von Leipzig. Also der wird noch einen großen Weg machen. Bleibt er in Leipzig? Nein, der wird zu Manchester City wechseln, weil der Kevin De Bruyne ist da noch nicht fix. Aber ich sag dir was, der Toni Kroos, der kriegt jeden Tag Blumen. Und eine Flasche Wein, weil der Olmo hat gesagt, unglaublich, was du mit dem Petri gemacht hast nach 14 Minuten, weil der ist reingekommen. Ja, so ist Fußball. So ist Fußball. Du musst, ich weiß, man darf es mal nicht sagen, aber du huckst auf der Ersatzbank und denkst, naja, schwer soll er sich nicht verletzen. Aber es war schon schön, wenn er 2-3 Spiele weg ist. Was heißt, ja, dann kriegst du deine Chance. Ja, also Dani Olmo hat ja mit dem Jamal auch, ist ein Topscorer mit den Toren, mit den Assists. Also für mich eigentlich einer der, ja, eigentlich der Topspieler, der mich am meisten überrascht hat. Vielleicht und er hat gestern gerettet. Wenn er mit dem Kopf nicht, dann hätten wir vielleicht über etwas ganz anderes heute gesprochen. Ja, ohne Frage. Dann abschließend, Spanien ist, glaube ich, sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder ist ein würdiger Europameister. Die haben 7 Spiele, 7 Siege, das hat es noch nie gegeben. Ja. Ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Ein Rekordchampion in Spanien, da wird heute wahrscheinlich sein Sangria en masse ausgegeben. Es gibt einen Termin beim König, der war gestern mitgefeiert. Ja. Ja, herrlich, oder? Ja. Ich finde das schön. Nein, das sind die schönen. Der war richtig, der ist richtig dabei. Am liebsten hätte er seinen Joker noch angehabt und hätte er noch mitgespielt. Selber mitgespielt, gell? Ja. Das hat mich getaugt. Ja. Und seine Frau, war es seine Frau? Also Tochter, ja, ich glaube, das wissen unsere Society-Experten. Ich habe die nicht gekannt, weil mit der Listitis. Es war seine Tochter. Sie war Prinzessin zumindest. Okay, na, die wollte mit dem Pokal nicht angreifen und hat gesagt: Nein, Papa, du. Nein, Papa, du. Herrlich. Das sind Highlights. Also abschließend, es war es eine tolle Euro, oder? Kann man sagen. Von der Organisation, von den Spielen, von allem drum und dran. Von uns Österreicher von Anfang an habe ich das nicht erwartet, dass wir so, dass wir uns alle hier in Österreich so freien, kleines. Sommermärchen war es. Ich kann nur sagen, Deutschland Daumen hoch. Wenig passiert, negativ, deswegen noch einmal. Ja. Deine Bilanz dann auch noch David. Du warst ja vor Ort in Deutschland. Meine Bilanz ist, um den geht es jetzt bald, Frankie, oder?
Er ist noch da. Darf man berühren? Oh, das ist aber eine teure Replika. Ja, den haben wir aus Argentinien gestern mitgenommen, als die eingeschlafen sind. Aber dass wir von OE24 den jetzt schon haben, ja, finde ich eine kleine Sensation. Also, aber ein großer Spaß. Aus dem FIFA-Museum ausgeliehen. Ausgeliehen. Also, um diesen Pokal wird es dann bald gehen, sobald es dann in die Qualifikation geht. Aber wir gehen davon aus, oder? Österreich wird zur WM dann fahren auch, oder? Also mit dieser Mannschaft, oder? Abschließend. Jetzt müssen wir mal die Quali erst spielen und ich glaube, dafür wird der Ralf Rangnick sorgen, dass nicht alle wieder durchdrehen, sondern er wird sagen, Punkt für Punkt, Quali schaffen und dann schauen wir, wie es da weitergeht. Und Frankie und Alex, der Pokal ist ja auch viel schöner als der der EM, oder? Definitiv. Also mir gefällt der viel besser. Definitiv. Ja. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, es waren für Sie kurzweilige 30 Minuten mit unserem Experten, mit unserem Mann vor Ort, unserem Experten. Ja, und wir freuen uns auf den nächsten Fußball und auf die nächsten Länderspiele, begleiten den Weg von Ralf Rangnick, hoffentlich auch noch lange hier auf OE24 TV. Sag danke, dass Sie heute Zeit hatten für uns. Schönen Abend.